Ja, freue mich, dass ich wieder bei euch sein kann, eine Predigt halten kann. Ich habe gehört, das ist heute eine sehr spannende Predigt, deswegen bin ich hier. Bin schon gespannt, was rauskommt. Grüßen darf ich auch die Kerstin und den Gerald. Das sind zwei Ärzte, die heute nicht hier sein können, weil sie im Nachtdienst sind in Oberpullendorf und sie stehen quasi an der vordersten Front, was die Betreuung von Corona-Erkrankungen betrifft. Und die Kerstin hat gesagt, ja, da können wir uns das nicht anhören, aber sobald wir Zeit haben, hören wir uns deine Predigt an. Also liebe Grüße und alles Gute euch im Nachtdienstmarathon. Das Thema ist aufbauend auf die letzte Predigt, da ist es gegangen um Gottesbegegnungen. Und heute möchte ich einfach den Schritt ein bisschen weiterführen, nämlich Gottesbegegnungen schließt immer auch ein Menschenbegegnungen. Und wenn man in die Welt sieht, sieht man vieles, was nicht funktioniert. Die Erde, wunderschön. Geht nicht? Was? Anderer Druck? Oder? Off, on. Zack, zack, zack. Vorher hat es. Die Erde, wunderschön. Man braucht nur einmal die Nachrichten anschauen und man muss sich nur denken, hey, was ist passiert? Was ist das Grundproblem dieser wunderschönen Erde und von dieser Fernbedienung? So. Ein Grundproblem findet sich, schauen wir mal, zack, zack, oder muss ich da drücken? Ja, doch. Schauen wir mal. Jetzt geht's. Aha, ich muss es immer so halten. Ja, jetzt. Nämlich die Frage, was passierte beim Sündenfall? Und wir haben alle dieses Bild im Kopf. Adam isst diesen vergifteten Apfel von der Eva bekommen. Aber, und man denkt sich, wieso ist das so schlimm? Wenn man aber darüber nachdenkt, dann muss das etwas gewesen sein, wo einfach es alles dunkel wurde. Wo bin ich angekommen? Ja, jetzt. Das muss etwas gewesen sein, was einer Atombombe gleichkommt und mehr noch, nämlich etwas, was alle unsere Beziehungen zerstört hat, gestört hat, zerstört hat und was bis in die heutige Zeit, in unsere Zeit hineinwirkt. Es ist gestört die Beziehung einerseits zu mir selber, die Beziehung zu anderen, die Beziehung zur Schöpfung und die Beziehung zum Schöpfer. Und es gibt zu jedem dieser einzelnen Punkte genügend Dinge, die man erzählen könnte, die man aufbringen könnte. Und ein bisschen soll uns diese Predigt zum Nachdenken bringen, quasi, was kann ich selber tun, was kann ich selber ändern? Ihr bekommt dann eine Hausaufgabe mit nach Hause, wo ihr selber euch das aufschreiben könnt, in welchem Bereich ich Schritte vielleicht setzen sollte und wo ich Hilfe brauche. Ein Beispiel ist die gestörte Beziehung zur Schöpfung. Die gestörte Beziehung zur Schöpfung, da gibt es vom Konrad-Lorenz-Institut wirklich ganz interessante Dinge, die sie festgestellt haben. Ja, das ist ein bisschen nervig. Ist vielleicht die Batterie ein bisschen leer? Und zwar das Konrad-Lorenz-Institut hat festgestellt, probieren wir es mal, check, jetzt, dass die Erde an sich ein System ist, wo es vieles sich selbst reguliert,
Und wo vieles in Beziehung steht, das lebendige und das nicht lebendige System. Und mit dazu gehört einfach auch wir Menschen mit unserer Kulturwelt, die wir hineinbringen. Und ein Begriff, der wichtig ist, ist Diversität, die Artenvielfalt. Und wenn die gegeben ist, ist vieles selbstregulierend, vieles im Lot quasi stabilisierend. Und durch unsere menschlichen Aktivitäten ist das alles massiv belastet, massiv auch dezimiert worden. Und was interessant ist, was ich auch nicht gewusst habe, ist, dieser Verlust an Vielfalt ist ein entscheidender Grund dieser Pandemie. Und wenn ich das jemand sage, werde ich oft gefragt, wieso? Und man braucht nur ein bisschen nachdenken, und das ist auch erforscht worden. Ein Grund ist die Abholzung der Regenwälder. Diese Abholzung der Natur, es geht Ressourcen verloren. Man weiß, dass zum Beispiel in den Regenwäldern vieles an möglichen Medikamenten drinnen steckt, was alles vernichtet wird. Und mehr noch, der Lebensraum der Wildtiere wird kleiner gemacht. Und dadurch, dass der Lebensraum der Wildtiere klein ist, ist auch die Möglichkeit, mit ihnen in Kontakt zu treten, immer größer. Diese natürliche Barriere geht weg. Zusätzlich, wenn es ein Wildtierhandel ist, ja, wo mit Wildtieren an Märkten gehandelt wird, ist die Chance, in Kontakt mit diesen Wildtieren zu kommen, immer größer. Und es ist kein Zufall, dass dieses Virus aus Wuhan gekommen ist. Dort war ein Wildtiermarkt. Zusätzlich gibt es noch diese Belastung durch die industrielle Viehzucht, wo einfach durch die Massenproduktion auch massiven Einsatz von Antibiotika auch die Belastung der Natur stärker ist. Wir merken also, wie sehr das, was wir tun, wie wir mit dieser Schöpfung umgehen, diese gestörte Beziehung der Schöpfung hat direkte Auswirkungen auf die Gesundheit. Und da gäbe es vieles, was man auch selber tun könnte. Ein weiterer Punkt sind die gestörten Beziehungen, das gestörte Miteinander. Dazu möchte ich euch zwei Dinge erzählen. Eines ist aus meiner Kindheit, möchte ich beschreiben, der Streit ums Wasser. Wir hatten, mein Bruder und ich, eine wunderschöne Kindheit. Wir hatten nämlich ein kleines Gartenhäuschen, also meine Eltern, mit einem Garten, 1000 Quadratmeter. Da kann man vieles schon machen. Und wir hatten Nachbarn, die bauten sich ebenfalls ein kleines Häuschen und die bauten sich einen Swimmingpool. Sie hatten aber ein Problem. Was war das? Sie hatten kein Wasser. Und jetzt hat er einen Brunnen gegraben, dann hatten sie etwas Wasser, aber es war zu wenig Wasser für den Swimmingpool. Und ich habe darüber nachgedacht. Ich kann mich erinnern, mein Bruder und ich, wir hatten jeweils einen Baum. Das war mein Baum, das ist dein Baum. Und eines Tages ist er so blöd abgerutscht, dass er mit einem Bein in einer Astgabel hängen geblieben ist und quasi runtergehängt ist wie in der Falle und nicht raus konnte. Und ich wollte ihm helfen und bin ins Haus gelaufen und wollte einen Sessel holen. Und das hat alles natürlich nicht geklappt. Was hat der Nachbar gemacht? Der ist über die Hecke gesprungen und hat ihn aus dieser Falle herausgeholt. Nun kam das Problem, sie hatten kein Wasser für den Swimmingpool. Jetzt haben sie meine Eltern gebeten, ob sie nicht von uns das Wasser haben können. Erster Sommer ist gemacht worden, zweiter Sommer ist es wieder so gelaufen. Dann hat mein Vater ihnen die Rechnung gegeben fürs Wasser. Und das war das Ende der Beziehung. Seitdem sind diese beiden Lager verfeindet gewesen. Und es sind dann so Sachen gelaufen, wie plötzlich wird Mist hinübergeworfen. Das sind so diese gestörten Beziehungen, die eigentlich schade sind. Und es gibt auch eine Studie über eine Hitzewelle in Chicago. Das war 1900.
1995, da hat es 41 Grad im Schatten, über mehrere Tage hinweg. Und da sind viele Leute an dieser Hitzewelle gestorben. Und man hat das untersucht und ist draufgekommen, in einem Stadtteil im Norden sind viel mehr Leute gestorben als im Süden. Und die haben das untersucht und haben nach der Ursache gesucht und haben festgestellt, im südlichen Stadtteil sind die Leute, wenn es heiß war, hinausgegangen, so wie immer, weil es gab dort sichere Läden, es gab dort Parks, es gab, wenn es zu kalt war, diese Klimaanlagen in kleinen Läden, es waren sichere Plätze, es waren kurze Strecken und sie hatten eine gute Gemeinschaft untereinander. Man hat erfahren, ah, dem geht schlecht, und man hat sich besucht, man hat sich geholfen und Wasser gebracht etc. Dann hat man geschaut, was ist im Norden gewesen. Dort gab es diese Struktur nicht. Dort gab es keine kleinen Läden, dort gab es keine kurze Strecken, um etwas zu besorgen, keine sichere Infrastruktur. Es war vieles zerstört, es war eine hohe Kriminalität. Die Leute sind daheim geblieben und sind daheim gestorben, weil sie nicht besucht wurden. Es war keine gute Gemeinschaft. Da sieht man einfach, wie stark das gestörte Beziehung in die Gesundheit hineinwirkt. Auch in das Abfedern von Krisen. Und wenn wir jetzt überlegen, was sagt uns denn die Bibel, was sagt denn Gott dazu, zu diesem Phänomen, dass wir in einer Welt leben mit gestörten Beziehungen. Und dazu möchte ich euch vorlesen, die Stelle quasi nach dem Sündenfall, wie es so heißt, 1. Mose 3, 7 bis 10. Da heißt es, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr oder sie bemerkten, dass sie nackt waren. Und sie flochten Feigenblätter zusammen, machten sich Schürze und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Das, was mir an dieser Stelle als eine der ersten Sachen auffällt, ist dieser Satz. Wo bist du oder wo bist du nicht? Irgendwie geht es jetzt wieder nicht. Nämlich, wo bist du? Gott fragt Adam, wo bist du? Geht's jetzt? Wo bist du? Gut. Das erinnert mich wieder an meine Kindheit. Genau. Eine Kindheitserinnerung, die ich erzählen möchte, wo dieser Satz gefallen ist. In meiner Kindheit hatte ich Angst teilweise vor dunklen Räumen. Das hat damit zu tun, dass es die Fernsehserie gab, UFO. Das waren die Außerirdischen, die auf die Welt gekommen sind, Menschen entführt haben und die Organe quasi den Menschen rausgerissen haben. Und immer wenn diese UFO-Dinger gekommen sind, kam auch dieses komische Geräusch, dieses Bzzz. Und meistens sind die Menschen in der Nacht geraubt worden. Und es hat den Effekt gehabt, dass ich wirklich mich nicht getraut habe, durch ein dunkles Zimmer zu gehen eine Zeit lang. So stark war dieser Eindruck. Was ich nicht hatte, was man oft hört, war die Angst, dass Monster unter meinem Bett waren. Das hatte ich nicht. Und eines Tages hatte ich die Idee, ich verstecke mich unter meinem Bett. Und es war interessant, einmal zu schauen, was da alles unter dem Bett ist, was da so dahin schwebt. Und es war dann interessant, da habe ich gemerkt, ah, da merkt man, wie
die anderen vorbeigehen und sie bemerken dich nicht. Man sieht nicht alles, aber man merkt, man hört. Und ich sehe dann so die Beine von meiner Mutter, wie sie hin und her geht. Und plötzlich fällt meiner Mutter etwas auf, was jede Eltern beunruhigt. Nämlich was? Es ist so ruhig. Und sie fragt wirklich, Georg, wo bist du? Und aus irgendeiner Stimmung heraus habe ich nichts gesagt. Und ich habe dann mitbekommen, wie sie immer unruhiger wird, hin und her läuft und dann auch meinen Vater holt und wie sie miteinander reden. Und für mich war es auch interessant, aus meinem Versteck heraus, meinen Vater ganz anders kennenzulernen. Ich habe ihn immer so gekannt als wa, wa, wa. Und in dem Fall war er eher wirklich besorgt. Und wie sie so hin und her überlegt haben, habe ich das wirklich gespürt, die Sorge, die sie um mich haben, wo ist der Bub jetzt? Und das war so stark, dass ich dann von selber, ich bin nicht da. Und was interessant war für mich auch, die haben nicht geschimpft mit mir. Da gab es keine Sanktionen, die waren nur erleichtert, haben vielleicht irgendwas gesagt, geh bitte, sei nicht so deppert. Ja? Aber die haben nicht geschimpft, kein Wa-Wa-Wa oder Hausverbot oder Fernsehverbot. Dr. Hausverbot gab es damals noch nicht. Ausgehverbot, ja. Bettverbot. Und da können wir uns überlegen, was war bei meinen Eltern, bei meiner Mutter? Sie hat mich gesucht. Warum hat sie mich gesucht? Weil sie natürlich in Sorge war. Und was war noch sehr stark? Sie hat nicht gewusst, was ist jetzt los? Und das ist so, was ich auch gehört habe mit Gesprächen mit anderen, das ist die Horrorvision von allen, die Kinder haben. Wenn wir das jetzt vergleichen, wie geht es denn Gott da mit uns, so ist er sehr wohl auf der Suche nach uns. Er sucht uns, weil er auch Sorge hat um uns. Was er nicht hat, ist, er weiß sehr wohl, wie es um uns steht. Er weiß sehr wohl, wo wir sind, wo wir uns verstecken. Und trotzdem, obwohl er das weiß, was macht er? Er sagt, wo bist du? Und du kannst dich vielleicht fragen, wenn er das eh weiß, warum fragt er mich dann? Warum fragt er uns dann, wo bist du? Und das ist etwas, was ganz was Wichtiges ist und was man auch in diesem Miteinander sich überlegen kann. Diese Frage, wo bist du, schließt nämlich sehr viel ein. Nämlich die Frage nach, wer bist du eigentlich? Woher kommst du? Wie geht es dir? Warum bist du hier? Warum bist du so, wie du heute bist? Und wo möchtest du eigentlich hin? Und es ist so wertvoll, wenn diese Fragen in Wertschätzung und in Wahrheit gestellt werden und wenn die gefragte Person selber antworten kann, selber sich überlegen kann, wo bin ich denn eigentlich? Gott begegnet Adam und Eva nicht so wie meine Eltern, die nur froh waren, dass ich da war. Er sagte ihnen ganz klar die Wahrheit, was jetzt passiert ist, was da zerbrochen ist. Und gleichzeitig gibt er ihnen Felle, damit sie sich bekleiden können. Ich habe gelesen, das ist das erste Mal, dass ein Opfer geschieht. Felle kann man nur erzeugen, indem man ein Tier tötet. Gott hat für die Menschen dieses erste Opfer gemacht, damit sie ihre Nacktheit, die sie auf einmal so belastet, bedecken können. Und das führt uns zu diesem zweiten interessanten Punkt,
Nämlich, was sagt Adam, warum er sich versteckt hat? Er sagt, denn ich bin nackt. Was heißt das, ich bin nackt? In der Psychologie heißt Nacktheit auch das subjektive Empfinden von Blöße, von Scham, von Schutzlosigkeit. Das ist dieses Erkennen, wer der andere ist und wer ich bin. Und das ist etwas, wo es auch in vielen Beziehungen diese Schwierigkeit gibt, wo der Ehepartner auf einmal nicht der tolle Prinz ist, sondern nackt vor einem quasi dasteht, mit all diesen Eigenheiten, die jeder hat. Und auch Paulus selber schreibt im Römerbrief, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Und wir stehen alle da, wie dieses Lego-Männchen, nackt. Und es ist uns unangenehm, weil wir einfach wissen, was alles nicht stimmt in unserem Leben. Und was sagt Adam weiter? Darum versteckte ich mich. Was steckt dahinter? Einfach diese Selbstverurteilung, dieses sich genieren, daher eine Maske tragen, eine Mauer aufbauen und leider auch in christlichen Kreisen diesen Scheinwahn. Alles ist in Ordnung. Das Problem ist dabei, es ist dann schwer Hilfe möglich, Heilung möglich, wenn jemand quasi das, was ihn bedrückt, versteckt. Auch in der Medizin, wenn ein Patient nicht sagt, dieses und jenes und da tut es mir weh, kann der Arzt einfach nicht immer den Hellseher spielen. Ein Beispiel dafür war, ein Patient war bei mir, alles angeschaut und wir waren fertig. Er geht zur Tür und bevor er zur Tür rausgeht, sagt er, ich habe eigentlich noch eine Frage. Und sagt, ja bitte, was wollen Sie denn fragen? Und sagt er, nein, es ist mir peinlich. Ja? Ist es eigentlich normal, dass man Blut im Hahn hat? Und im Endeffekt ist rausgekommen, dass er einen Blasenkrebs gehabt hat. Und beinahe wäre der bei der Tür rausgekommen, das hätte man nicht, das kann manchmal nur so kurzzeitig sein. Ja? Und so, das ist der Punkt, in dem wir unterwegs sind, wir verstecken uns und bauen diese Mauer der Scham auf und erschweren dadurch Hilfe und Heilung. Und eines, was ganz wichtig ist in unserem Miteinander, ist, wie schaffen wir es, diese Mauer der Scham zu durchbrechen? Wo kommen die Risse hinein, wo man quasi, man muss ja nicht alles niederreißen, aber wo man hineinblicken kann und merken kann, hey, da ist ja etwas, wo man etwas braucht, wo man Unterstützung braucht. Und das führt uns dann zu diesen Menschenbegegnungen. Das ist unsere große Herausforderung. Wir haben alle auf unterschiedliche Art und Weise, nehme ich mal an, diese Gottesbegegnung gehabt. Das habe ich beim letzten Mal erklärt. Das war ganz unterschiedlich. Der eine mit Blitz und Donner, der andere mit Säuseln des Windes. Was aber immer dabei ist, dass Gott uns fragt, wo und wer bist du, wohin willst du, und wo und was solltest du eigentlich sein? Und wenn man so einfach auch die Bibel durchackert und schaut über die Gottesbegegnungen, ist immer da dieses Suchen nach uns, dieses Sorgen und Sorge haben um uns, diese Wertschätzung, aber auch die Wahrheit, da gibt es nichts, ja, ist eh alles in Ordnung, und dieser Weg zum Leben, den er uns bringen will. Und aus dieser Gottesbegegnung soll diese Prägung sein, die auch unser Miteinander prägen soll. Die genauso, wie Gott uns begegnet, wir uns quasi gegenseitig ermutigen,
ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Und da möchte ich wieder was herausnehmen. Sie lässt sich etwas sagen. Man lässt sich etwas sagen. Da gibt es den Begriff der gewaltfreien Kommunikation und ich glaube, da müssen wir in unseren christlichen Kreisen vieles lernen. So viel gewaltvolle Kommunikation wie in Besprechungen unter Christen habe ich, glaube ich, sonst nie erlebt. Und es geht darum, schon um die Wahrheit, aber auch um die Wertschätzung. Es geht auch um dieses Einandervertrauen. Und natürlich, da wo man zusammenkommt, unterschiedliche Meinungen hat, geht es aber auch darum, um einander wirklich vergeben zu können. Und es geht um diese Gemeinschaft, die einfach vom Glauben her getragen wird. Und je mehr dieses Vertrauen, dieses Gemeinsame, dieser Glaube da ist, umso mehr können wir diese Mauern des Schams niederreißen. Ich erinnere mich an ein langes Gespräch mit jemandem, wir sind im Auto gesessen, es war Winter, die Scheiben waren dann schon innen beschlagen, wo die Person mir einiges erzählt hat, was ihm im Endeffekt wirklich peinlich war und was auch strafrechtlich nicht okay war. Und ein Satz ist gefallen, der hat mich einfach dann selber überrascht. Diese Person hat gesagt: Verachtest du mich jetzt? Und es war ein guter Satz, eine gute Frage, nämlich konnte ihm sagen, nein, weil er nämlich durch dieses Erzählen etwas Neues in sein Leben hineingebracht hat. Das Aussprechen von Dingen, die nicht in Ordnung sind, rauben ihnen die Macht. Und je mehr wir uns gegenseitig begegnen, können wir diese gestörten Beziehungen in die richtige Richtung bringen. Und wir kommen zum Schluss. Wie kommen wir zu diesen geheilten Beziehungen? Und natürlich wissen wir durch Jesus Christus. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wo fängt es bei uns an? Wo fängt es in diesen Menschenbegegnungen an? Natürlich in der Frage, was kann ich tun? Es fängt bei mir an. Es fängt bei mir an, dass ich mir den Satz von Viktor Frankl auf der Zunge zergehen lasse und mir sage, ich muss mir von mir selbst nicht alles gefallen lassen. Ich muss mir von mir selbst mich nicht fertig machen lassen, dass ich so bin, wie ich bin. Die Versöhnung mit mir, mit meiner Geschichte, die fängt an und breitet sich dann aus in der Beziehung zu anderen und auch in den Überlegen, wie kann ich meinen kleinen Beitrag bringen, um diese Schöpfung zu bewahren und was kann ich tun, um meine Beziehung zum Schöpfer, zu Gott, durch Jesus Christus auf diesen Weg zu gehen. Das, was ich euch mitgeben möchte, ist diese Frage, die Mune wird sie jetzt austeilen. Was kann ich tun? Was sollte ich ändern? Welche Schritte muss ich setzen? Oder sollte ich setzen? Muss, habe ich geschrieben. Das geht um zu mir selbst. Muss ich vielleicht barmherziger sein zu mir selber? Zu anderen in den Beziehungen, die wir stehen, das sind Familienbeziehungen, Arbeitsbeziehungen, Beziehungen in der Gemeinde, Freundschaften, die mir gut tun oder auch nicht gut tun, die man erweitern sollte oder die man auch beenden sollte. Was kann ich tun in Bezug zur Schöpfung? Wie gehe ich damit um? Und wie kann ich meine Gemeinschaft zu Gott verbessern? Und der Tipp am Rande, durch die Beziehung zu anderen Menschen geht der Weg zurück von den Menschenbeziehungen wieder zu einer
verstärkten Gottesbeziehung, die mich prägt, fördert und leben lässt. Amen.